So, jetzt nochmal den richtigen Weg wiederfinden. Da oben könnte ich lang. Ich kann auch einfach hier vorbeilaufen. Ja, ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. Hier lang. Da lang. Und da sind wir wieder. Können wir den Haken auch von hier werfen? Nee. Dann wirft sie den einfach nach oben. Zack. Und da sind wir. Aber ganz ehrlich, mit ein bisschen Akrobatik käme man da auch so hoch. Aber das wäre dann ein bisschen zu realistisch. Oh, wie kommen wir denn hier hoch? Wie kommen wir denn hier wieder vorbei? Auch mit dem Haken? Oder wir klettern... Das geht? Ach, vielleicht auch mit dem Haken. Ja, das... Doch, warte, warte. Ja, ist klar. Ja, wow. Haben wir jetzt auf einmal Boost bekommen. Und wir sind wieder da. Wow, Hilfe. Hilfe, Hilfe. Da sind wir wieder. Okay, jetzt muss ich mich kurz orientieren. Wo lang? Geradeaus und dann nach links. Oh, der Mann ist weg. Aber er hat die Laterne hier gelassen. Der Mann ist weg. Der ist abgehauen. Jetzt geht's weiter. Hier sind wir abgebogen. Jetzt bin ich sehr gespannt, was kommt. Ist er das? Nee. Oh, da, oh, ist das ein Gegner? Oh, das ist ein Gegner. Wow. Cool. Tschüss. Ruhe in Frieden. Okay, komm. Oh, ganz vorsichtig. In den Busch, in den Busch, in den Busch. Stille Nacht. Durchqueren Sie das besetzte Dorf und erreichen Sie das Kloster. Wir versuchen das jetzt entweder, indem wir schleichen oder... Ich würde ja sagen, schleichen und erledigen. Aber... Kommt drauf an, wie die positioniert sind. Da kommt jetzt gleich einer. Das müssen sie sein. Ich hatte gehofft, die ziehen Streichhölzer für den Job. Was soll's? Wie lange bist du schon dabei? Da ist noch einer. Aber das ist mein erster richtiger Einsatz. Oh, da ist noch einer. Wir können ja hier vorbei. Da ist jetzt einer. Es wäre natürlich super, wenn der jetzt hier vorbeikäme. Wenn ich den jetzt so erledige... Bekäme der das mit? Also, da hinten vielleicht einer. Ich bin mir nicht sicher. Und der redet gerade mit denen. Den kann ich nicht erledigen. Da oben kann ich ja auch nicht einfach drauf hüpfen. Ich würde ja versuchen, den zu erledigen, aber... Na, komm, was soll's. Ja, er ist in den Busch gefallen. Yo. Jetzt muss ich mir was überlegen. Da ist natürlich einer, ne? Der ist rot markiert. Das bedeutet, er ist in meinem Blickwinkel. Ich könnte jetzt auch den Molotow-Cocktail nehmen und wen abwerfen, aber... Ne, lass mal. Okay. Na, der Baum, das wäre doch viel zu offensichtlich. Warte mal, der zündet seine Zigarette an. Vielleicht schaffe ich es zu dem Busch. Oder ich werfe einfach die Flasche irgendwo hin. Ohne sie anzuzünden. Warte. Ja, und er guckt nach. Gut, dann machen wir das jetzt einfach mal stille. So. Yeah, das funktioniert. Den erledige ich jetzt nicht. Hier können wir plündern. Den erledige ich jetzt nicht. Da man das sonst sieht. Mist, ich hätte noch eine Flasche mitnehmen sollen. Wie komme ich denn jetzt da hoch? Oh, der kommt. Soll ich den erledigen? Nee, da, nee. Das sähe man. Ich bräuchte noch eine Flasche, Mist. Soll ich nochmal zurückgehen? Nee, ne? Mist, man sieht mich doch. Man sieht mich doch. Scheiße. Ja, die sehen mich nicht. Ja, die haben mich nicht gesehen. Wir sind auch immer inkognito. Wir sind unbemerkt.
denke gar ja, nicht, was ich bisher weiß. Anna und Konstantin haben hier draußen das Sagen, aber irgendjemand anders ist der große Drahtzieher. Jemand mit viel Geld und Einfluss. Ich habe die Möglichkeiten eingegrenzt, aber irgendwie fällt es mir schwer zu glauben, dass jemand im Vatikan eine private Armee unterhält. Aber alle Wege führen nach Rom. Glaub mir, selbst ich finde das verrückt. Aber die Leute müssen das wissen. Wenn ich dafür sterbe, stehe ich wenigstens auf der richtigen Seite. Und Konstantin, ich weiß, dass Sie das hier vermutlich lesen. Sie können mich verschwinden lassen, aber Sie werden nicht gewinnen. Und falls ich Ihnen das nie ins Gesicht sagen kann, Sie sind komplett wahnsinnig. Trinity wird ihn dafür umbringen. Ich hoffe, das war es wert. Anhänge, Verschwörungstheorien. Das ist auch wieder jetzt, ich meine, Sprachnachricht und so, also hier, ne, das Lesen. Finde ich ja nicht schlimm, aber das ist halt wieder so doof positioniert, Mann. Wir sind jetzt gerade hier in Action und dann ist da einfach mal so eine Audio. Lara ist halt eine ganz gelassene. Jetzt müssen wir hier runter. Hilfe. Haben wir hier vielleicht was zum Werfen? Dann könnte ich das mitnehmen. Nee. Ist der jetzt weg? Bleib gebückt. Hier habe ich noch eine Flasche. Der kommt wieder, Mann. Ich werfe die jetzt einfach mal da hinten hin. Alles gut, alles gut. So, jetzt schnell hier vorbei. Jetzt ist es vorbei, vorbei. Okay, wir sind vorbeigeschlichen. Hier in dem Haus komme ich nicht, Mist. Wir müssen noch weit. Will die mich nicht sehen? So, ich bin safe. Ich bin safe. Jetzt mal eben orientieren, wo lang wir eigentlich müssen. Hier lang? Nee. Wo müssen wir denn jetzt hin? Das ist eine gute Frage, ne? Soll ich doch wieder ins Haus? Muss ich... Jetzt ist der hier wieder. Fehlalarm. Bestätigt. Okay, ich bin wieder im Haus. Ach, da ist eine Lücke. Ja. Okay. Wären wir fast unnötig aufgeflogen. So, wir sind da. Nein, noch ein Heli. Ihre Häusermänner können hier weitermachen. Wir werden in Basislager gebraucht. Die kommen schon klar. Roger, alles in Ordnung. Verstanden. Boah, das ist aber ein heftiger Helikopter. Heftig, heftig. Da haben wir den einen erledigt. Jetzt kommt der nächste. Und ich glaube, davon gibt es noch ein paar. Und jetzt müssen wir gucken. Auch wieder unbemerkt. So lange, wie es geht. Boah, der sieht uns doch. Hilfe. Nee, der ist total blind. Hier habe ich eine Dose. Die nehme ich mit. Nee, ich mach aber noch keine Rauchgranate. Ich möchte die viel lieber ablenken. Oh, was ist denn mit dem los? Kommt der jetzt hier hin? Nee, nee. Der guckt ganz woanders hin. So, ist noch ein leckerer Korb mit leckeren Beeren. Ja, der Korb ist auch lecker. Jetzt lässt sie die Dose da einfach fallen. Hä, was haben wir gerade gemacht? Da ist ein Ölkanister. Ich glaube, wir haben gerade ein bisschen Öl rausgenommen. Zeigen Sie sich. Wurde ich entdeckt? Bleib unten, Lara. Ich höre ganz nah. Oh, 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 oh. Mist, der hat doch die Dose gehört. Der hat doch die Dose gehört. F, 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 F. Ja! Ja! Oh, war das knapp. Die hat... Weil sie die Dose fallen gelassen hat, ey. Ich plündere den jetzt nicht, sonst lässt sie wieder die Dose fallen. Ich werfe die jetzt am besten... Ja, ich brauche die noch gar nicht werfen. Die anderen, die sind ja ganz woanders. Sobald wir mit der Suche hier fertig sind, könnt ihr mit den übrigen raufgehen. Boah, Hilfe, da ist einer. Ich möchte aber das Bergungsgut hier haben. Ich glaube, der Atlas ist unter der Kathedrale. Wir suchen nach allem, was diese Theorie stützt. Was denn genau? Müssten wir nicht... Boah, was machst du, Lara? Dokument, Karte, irgendwas für die Krise gesteht. Jetzt sag mir aber nicht, da hinten liegt irgendwo ein Dokument. Nee, okay. Jedenfalls keins, was ich sehe. Oder doch? Nee, genau in der anderen Richtung sind Dokumente. Und zwar in der hier. Haben wir da drinnen vielleicht noch eine Dose? Da, ja. Okay.
Ab in den Busch. Wir könnten natürlich auch die Dose hier direkt an den Busch fallen lassen. Dann würde der hier hinkommen. Und dann könnten wir den erledigen. Sollen wir das machen? Ah, Lämmer! Sag mal, verrückt. Soll ich die jetzt hier so fallen lassen? Oh, jetzt sind das zwei. Ach komm, was soll's. Wo müssen wir denn lang? Links oder rechts? Ich glaube, hier ist aber ein Dokument. Ja, die würde ich ganz gerne beide erledigen. Dann machen wir das so. Komm hier hin. Komm. Komm näher. Der andere guckt noch woanders hin. Noch näher, noch näher, noch näher. Ja! Oh Mann. So, und den können wir jetzt einfach mit dem... Ja, den können wir jetzt einfach mit dem Pfeil erledigen. Oh, zum Glück hatte der keinen Helm. Und wir haben einen Fähigkeitspunkt bekommen. Ich habe gerade einen Moment gedacht, vielleicht hat er einen Helm. Jetzt sind wir hier eigentlich, glaube ich, sicher. Gut, dann können wir jetzt hier rumlaufen. Und das Dokument hier abhören. Yay. Ich habe gesündigt in Gottes Namen. Viel Blut wurde in diesem Tal vergossen. Während ich spreche, fließt noch mehr Blut. Vergib mir. Dass Gottes Werk Opfer fordert, bedeutet nicht, dass ich rein bin. Vergib mir. Seit ich in meiner Jugend die Stigmata empfing, habe ich in deinem Namen gesündigt. Vergib denen, die ich getötet habe, und denen, die in meinem Namen getötet wurden. Sie wussten nicht, was sie taten. Vergib mir. Vergib mir, denn meine Arbeit ist noch nicht getan. Es wird noch viel mehr Blut vergossen werden. Du bist böse. Konstantin, du bist böse. Konstantin treibt der Glaube an, aber er ist verzerrt und widerwärtig. Seine besten Zeit hat ihn verdorben. Ja, er ist böse. Vergebung, Lagebericht. Hier war noch was, eine Truhe. Mit einem Teil von einer Kipplaufflinte. Na gut, ne? Das war's dann. Ich guck nochmal auf der Karte, da ist noch ein Dokument. Da sind tausende Dokumente. Okay. Da sind echt eine Menge, da oben. Na, da können wir vielleicht hochspringen. Jo, hat geklappt. Ist hier jemand? Nö, ich sehe hier keinen. Nö, ich sehe keinen. Dokument, wo bist du? Da bist du. Jetzt kommt eine echte Prüfung, Kinder. Das Tal hat ein Gleichgewicht. Verschiebt sich eine Seite, wirkt sie auf alles andere. Durch das Feuer vor zwei Ernten sind viele Beeren gewachsen. Das führte zu mehr Wild und jetzt haben wir zu viele verdammte Wölfe. Man kann sie nicht essen, aber um das Tal im Gleichgewicht zu halten, jagen wir heute Nacht Wölfe. Sie kommen im Dunkeln heraus und durchstreifen das Tal, aber wir werden ihre Höhlen und andere unterirdische Schlafplätze suchen. Bleibt dicht beieinander. Wenn ihr Wölfe jagt, jagen die Wölfe ebenso wahrscheinlich auch euch. Dam, dam, dam. Wölfe kann man nicht essen. Über Gefahren durch Wölfe leben im Tal. Sie jagen als Gruppe, wie Wölfe in einem Rudel. Ja. Denn Wölfe sind zu mehreren stärker als allein. Genauso wie anscheinend die Jäger. Sonst ist hier nichts mehr, ne? Ja, da hinten noch überall. Da unten ist auch noch was. Nein, wie, du hast mich ge... Alles gut. Versteck dich, versteck dich. Bleib im Busch, bleib im Busch. Versteck dich. Oh ja, ist klar. Die ganze Zeit so unaufmerksam und jetzt durch Zufall werde ich entdeckt. Ja, ist ja gut. Leute, ist ja... Hey, ganz ruhig. Ich habe noch gar nichts getan. Ich habe nur ein bisschen gelesen. Was soll das? Ich wollte nur ein wenig lesen. Ihr Monster. Was machst du denn hier oben? Ab wieder runter mit dir. Sag doch unten bleiben. Oh. Heilen, heilen. Okay, hat mich geheilt. Runter. Und du bleibst jetzt da unten. Okay. Wie Granate werfen. Sag mal,
Hast einen an der Waffel? da laufe ich die ganze Zeit unbemerkt da durch. Dann lese ich einen Moment, laufe hier ganz gemütlich durch und auf einmal werde ich per Zufall entdeckt. Aber ich glaube, das ist hier sowieso eine andere Stelle. Gut, dann seid ihr jetzt halt erledigt, ist mir auch egal. Ich wollte euch verschonen, ich wollte euch am Leben lassen. Aber nein, eure Schuld. Wo bin ich denn jetzt hier? Da ist ein Dokument. Okay, hier drin ist nichts. Wow, das muss ich mal eben ausprobieren. Bumm. Boah. Und das Haus bleibt ganz und es ist noch niemals an. Es fängt noch nicht einmal Feuer. Jetzt habe ich gerade alle erledigt, an denen ich gerade eben vorbeigeschlichen bin. Ernsthaft? Das waren alle? Das geht doch viel schneller, als wenn ich mich vorbeischleiche. Eure Schuld, ganz ehrlich. Das ist eure Schuld. Dokument haben wir direkt hier vor der Nase. Da! Ein Audio. Nachts kamen Sicherheitsleute. Ich wusste es. Den Typen vom Echo-Trupp umzubringen ging zu weit. Hätte ich bleiben lassen sollen. Aber ich konnte nicht anders. Verbliebene waren nicht genug. Ich brauchte irgendwie mehr. Ich wurde in den fensterlosen Raum gebracht. Dachte, ich wäre tot. Dann war Konstantin da. Nahm meinen Kopf in seine Hände. Und lächelte. Sagte, er verstehe mich. Dass er mal war wie ich. Ich habe gesündigt, aber dass es Vergebung geben könne. Ich war ein stumpfes Werkzeug, ungezügelt. Er sagte, ich könne erlöst werden. Dass ich eine Gabe habe, die man nur formen müsse. Trinity könne mich zur Klinge schmieden, mir die Richtung weisen. Hätte fast geheult und ihm die Füße geküsst. Ich werde, was ich immer sein sollte. Für Trinity. Für Konstantin. Schon mal es mit einer Selbsthilfegruppe versucht? Könnte vielleicht auch klappen. Trinity kann jeden brauchen, sogar diesen Mann. Entführung, Herz der Finsternis. Gut, weiter geht's. Ich glaube, hier kommen die nächsten Kandidaten. Ja, da hinten sind's. Oh, weißt du was? Die erledigen wir sofort. Das ist mir jetzt zu blöd. Dann wieder rumzuschleichen und dann... Oh, das sind aber wirklich eine Menge. Ist mir jetzt wurscht, wir erledigen die jetzt. Das geht um einiges schneller. Und nachher werden wir sowieso wieder entdeckt. Ach, egal. Hinter euch, ihr Vollpfosten. Mensch. Ihr seid mir doch ein verrückter Haufen. Baum, helf mir! So. Wo seid ihr? Wo bist du? Komm hoch. Zack. Kannst du bitte aufhören, auf mich zu schießen? Danke. Den haben wir auch. Da ist noch einer. Oh, warte. Den haben wir auch erledigt. Waren das schon alle? Nee, ich glaube nicht. Da oben ist noch einer. Hier ist auch noch einer. Der versteckt sich, glaube ich. Ja, er schießt dagegen. Okay, dann einen kleinen Moment. Und zack. Der ist auch erledigt. Jo, das war's, glaube ich. Ja, das macht's jetzt echt... Oh, nee, doch nicht. Da ist noch einer. Wow, das kleine Ding hat ja so eine... der lebt noch. Das kleinere Ding hat ja eine größere Explosion als das große Fass. So, keine Pfeile mehr? Ich muss gerade mal ein paar Pfeile wiederherstellen, wir haben gar keine. So, jetzt haben wir wieder 14.
Jetzt müssten wir gleich wieder alle haben. Noch ein einziges Mal. So. Jetzt haben wir voll. Dann erstelle ich mal eben noch einen Explosivpfeil. Da habe ich nämlich gerade auch einen verschossen. Weil der Typ da einfach nicht aus seinem Versteck rauskommen wollte. Ein Generator. Was bist du denn für ein Spätzünder? Einen Moment. Da sind, glaube ich, sogar zwei. Da ist noch einer. Hä? Warum funktioniert das nicht? Ich habe den genau im Visier. Na, dann komme ich gleich zu dir hoch. Einen Moment. Ein paar Sachen hier suchen, die ich vielleicht mitnehmen kann. Munition. Da ist er. So. Stille Nacht. Klettern Sie auf den Kathedrale, um den Eingang zu finden. Jetzt ist Weihnachtszeit, da muss ich jetzt auch mitsingen. Das geht nicht anders. Hier ist echt nichts mehr. Ich kann ja mal eben auf der Karte gucken. Ich glaube, das ist effektiver, anstatt jetzt die ganze Zeit rumzusuchen. Wir könnten mal eben kurz das Münzversteck aufsammeln. Das liegt direkt vor uns. Irgendwo hier. Ich spam mal ein bisschen rum. Da ist es doch. Da ist es doch. So, 15. Ja, das ist nicht schlecht. Was sind wir denn da? Oh, da waren Pfeile. Nee, was war da? Ach, egal. Ach, plündern. Ach so. 10 Munition. Hier haben wir noch mehr zum Plündern. So. Kriegen wir wieder schön aufstocken hier. Das Ding werfe ich weg. Was haben wir denn da? Mit Objekten ablenken. Ach so, das ist so ein Funkgerät. Ein neues Objekt, womit wir Leute ablenken können. Ein Funkgerät, was rumsummt. Ja, ich höre hier jemanden reden. Was ist das? Das ist gar nicht das Funkgerät. Nee, das ist gar nicht das Funkgerät. Das ist anscheinend irgendwas anderes. Oh, wo sind wir denn hier? Okay. Hier haben wir auch nochmal so ein Gerät. Ah, guck mal, eine Audio. Diese verfluchte Krankheit. Sie zerfrisst meinen Körper und bedroht jetzt auch meinen Geist. Ich drifte ständig ab. Schwelge in Erinnerungen. Denke daran, wie Lord Croft gestorben ist. Wie wir den Plan ändern mussten. Dass ich dachte, wir hätten versagt. Und davor. Meine Anfänge mit Trinity. Als ich die geheimen Geschichten der Welt erfuhr. Und erkannte, dass wir sie retten müssten. Und noch früher meine Kindheit. Konstantin und ich. Als wir nur uns beide hatten. Und dann reiße ich mich los. Zurück in die Gegenwart. Ich habe immer getan, was nötig war. Dieses Mal wird es nicht anders sein. Noch mehr aus Annas Tagebuch. Was auch immer ihr fehlt, es trübt langsam ihren Verstand. Aber sie war ja früher auch kein leuchtendes Beispiel für geistige Stabilität. Gefestet in Erinnerungen, Forschungsnotizen. Okay. Ich suche gerade den Weg. Wo es denn jetzt eigentlich weitergeht? Ah, okay, da geht's weiter. Hier gehen wir weiter hoch. Eine Kante greifen. Werfen Sie mit dem Sprung die Hakenaxt. Yeah, wieder die Hakenaxt kommt zum Einsatz. Da geht's also weiter. Da klettern wir hoch. Ja, und dort geht's dann auch wieder rund. Das Dokument. Wo ist das? Das würde ich gerne, wo wir jetzt gerade schon mal hier sind, aufheben. Müsste genau vor mir liegen. Lara, runter da. Oh, dieses Geräusch, das ist ein bisschen nervig. Ah, irgendwo hier. Da oben vielleicht. Das kann sehr gut sein. Aber ist es nicht.
Wir sind jetzt auf dem Dokument drauf. Das muss ja dann... Ach, das muss ja dann hier drunter sein. Da ist es doch. Eine Audio. Croft arbeitet in allen Belangen gegen uns. Jemand hat ein Feuer in ihr entzündet. Lord Croft war zu sehr Theoretiker, ohne Entschlossenheit. Er war ein Feigling. Seine Tochter ist anders. Heute hätte ich fast befohlen, dass niemand außer mir Croft töten darf. Ich fürchte, sie trübt mein Urteilsvermögen. Ich muss daran denken, das Ziel ist kein weiteres Croft-Opfer. Das Ziel ist die göttliche Quelle. Trinity ist seit Jahren hinter der Quelle her und hat meine Familie benutzt, um sie zu finden. Das Ziel, Lagebericht. Oh, diese Summen, ne? Das ist das hier. Das Teil ist das. Kann ich das zerstören, mal ganz ehrlich? Oh, warte mal, bevor wir... Können wir doch auch mit der Dose machen. Ich hoffe mal, wir können das Ding zerstören. Oh, das ist eine Rauchbombe, Mist. Naja, wir haben es jetzt zerstört, aber das Geräusch ist immer noch da. Naja, ist mir egal, ich gehe jetzt weiter. So. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr hattet Spaß. Ich hatte meinen erst recht mit unserem neuen Ausrüstungsgegenstand, den ich echt super finde. Gut, dann sehen wir uns hoffentlich wieder beim nächsten Mal zu Wrath of the Tomb Raider. Bis dahin, macht's gut. Ja, tschüss. Bye, bye. Ciao, ciao. Tschüss.